Die 114. Folge des Promi-Geflüsters. Hallo liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gleich vorneweg die Frage, habt ihr Lust auf einen Cappuccino? Ja, 4 Stück habe ich euch im Angebot, nämlich die 4 Jungs von Cappuccino. So heißt auch ihr allererstes Album und heute hier im Promi-Geflüster stellen sie mal die Titel vor. Zwar nicht musikalisch, sondern ein bisschen, was erfahrt ihr über die Titel und welche Beziehungen sie dazu haben, beziehungsweise welche Parallelen es in ihrem Leben dazu gibt. Ihr könnt gespannt sein und nun würde ich sagen, starten wir mit den Cappuccinos. Sag ihr, dass ich sie noch liebe, geht über 2 Freunde, die sich treffen, wo ein Freund Liebeskummer hat. Er fragt seinen Freund, ob er vielleicht helfen kann und ihr kann sagen, dass er sie noch immer liebt. Weil sein Herz ist gebrochen und er liebt sie immer noch. Ja, Portofino, ich denke, dass viele ihre erste große Liebe im Sommerurlaub kennengelernt haben. Und bei mir war das auch so. Wir waren damals in Italien und da habe ich ein Mädchen kennengelernt. Ich war so verliebt, aber wir waren nur 3 Wochen da. Und nach 3 Wochen haben unsere Wege getrennt. Ich musste nach Holland und jetzt kann ich nur von das Mädchen noch singen. Das ist meine Erinnerung an Portofino. Ja, also in dem Song Ich glaub dir jede Lüge, Luisa, geht es darum, wie der Titel schon sagt, um Lügen. Und ich kann da sogar einige Parallelen ziehen in meinem Leben. Ich war auch eine Zeit lang mit einem Mädchen zusammen. Das war eigentlich meine größte Liebe, wenn sie das jetzt sieht. Wird sich vielleicht mal drüber nachdenken. Ich habe halt krampfhaft an der Liebe festgehalten und wusste eigentlich ganz genau, dass da was schief lief und habe halt auf keinen gehört, weil ich halt die rosa-rote Brille auf hatte. Aber tja, wie es das nun mal so ist. Tja, lieber einen Song drüber schreiben und verarbeiten, statt irgendwie das in sich reinfressen oder so. Ist schon besser so, wie es jetzt ist. Schenk mir den letzten Tanz gefällt mir deswegen so gut, weil ich selber gerne tanze. Und wenn ich dann abends mit einem schönen Mädchen tanze und dieses Gefühl einfach da ist, dass dieser Moment nicht vergeht, dann kommt man ins Träumen. Ja, verzeih, dass ich dich liebe. Das ist ja ein Lied. Ich liebe ja eine Frau, aber die möchte ja gar nichts von mir wissen. Ich schicke dir immer Rose, SMS, E-Mail, aber ich bekomme nie was zurück. Und ja, verzeih, dass ich dich liebe, auch wenn du die Rose wegwirfst, aber ich schick sie. Stella d'amore, ja, Stella d'amore heißt Stern der Liebe und den Song ist ganz klar der Lieblingssong der Band, die Cappuccinos. Feuer der Gefühle geht über Liebe, was im Herzen brennt, zwischen 2 Menschen, die sich lieb haben. Und das ist etwas Schönes, was zu Herzen geht. In dem Song Raffaella geht es eigentlich um ein Mädchen, das ziemlich heißblütig ist, ein heißes Herz hat, anschmiegsam. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch sicherlich schwarze Haare hat, lange. Und darauf fahre ich persönlich eigentlich total ab. Also mit dem Song kann ich mich super verbinden. Ja, ein weißes Kleid für Maria, das hat eine alte Geschichte eigentlich. Ein Mann liebt eine Frau und er kriegt die Frau nicht und die Frau heiratet einen anderen. Und der Mann, der das miterlebt hat, der kenne ich, das ist mein Cousin, der hat damals vor der Kirche, wo die Frau geheiratet hat, hat der gestanden und hat richtig geheult. Ja, schlimm. Ja, Wein deine letzte Träne ist halt eine Geschichte. Eine Frau hat Liebeskummer und ein Mann kann eine Frau nicht leiden sehen und will helfen, will umarmen, will die Frau einfach trösten. Lass die Sterne nicht verglühen, lass sie nicht untergehen. Da geht es um eine Liebe, die auf dem Prüfstand ist. Und wenn man selber in dieser Situation ist, denkt man sich, kämpf um die Liebe. Felicità. Den Song singe ich selber. Es bedeutet Glück und ich hoffe, dass er mir noch sehr viel Glück bringt.
Ja, also in dem Song Schönes Mädchen kann dich nicht weinen sehen geht es darum, dass ein Mädchen eigentlich versuchen soll, in die Zukunft zu blicken und nicht an irgendwelchen alten Lieben festhalten soll. Es gibt auch andere hübsche Männer und tja, einfach in die Zukunft blicken und sich nicht an alten Lieben aufhalten. Dich erkenne ich mit verbundenen Augen ist ein Klassiker und gefällt mir persönlich sehr gut. Und wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir den spielen dürfen. Die vier Jungs von den Cappuccinos, das sind wirkliche Nachwuchsasse des deutschen Schlagers. Wann ihr erstes Album jetzt erscheinen wird, darüber liegen mir noch keine genauen Informationen vor. Aber sobald ich diese habe, werde ich sie euch hier im Promi-Geflüster als erstes mitteilen. Am besten aber, ihr schaut nach unter www.promigeflüster.de. Da seid ihr mit Sicherheit an der besten Quelle. Eines habe ich euch natürlich noch voraus, denn ich konnte die ersten Songs schon mal in Kurzversion Probe hören. Und ich muss sagen, tolle Nummern sind dabei. Aber mehr werde ich jetzt dazu gar nicht sagen, denn sonst werdet ihr noch neidisch. Ich wünsche euch jedenfalls eine schöne Woche, bleibt schön gesund und wie immer an dieser Stelle, lasst euch nicht ärgern. Euer Frank Stiller.